Zivilisationen sind verwundbar. Eine Laune der Umstände. Ein kleiner Schmetterling schlägt mit den Flügeln. Und plötzlich bahnt sich eine Katastrophe an. Haran, eine ganze Stadt, einfach ausgelöscht. Wer dort zurückblieb, war hoffnungslos verloren. Die klügsten Köpfe der Welt fanden gemeinsam einen Impfstoff gegen das Haran-Virus. Ja. Letztlich besiegte die Menschheit diese. Das ist das Intro. Okay, diesmal lasse ich es aufnehmen. Doch das war ihnen nicht genug. Genau, bis du deine Aufnahme gestartet hattest, war das Intro leider nicht dabei. Setzte der DRE seine Forschung an THV heimlich fort, für das Militär. Es dauerte nicht lange, bis erneut eine Variante von THV freigesetzt wurde. Der Niedergang passierte schneller, als irgendwer ahnen konnte. Die wenigen Überlebenden hausen nun in kleinen Enklaven. Einziger Kommunikationsweg zwischen den entfernten menschlichen Siedlungen sind Reisende, tapfer oder verzweifelt genug, den Weg durch die gefährliche Einöde zu bestreiten. Sie werden Pilger genannt. Irgendwo auf der Karte existiert noch eine Stadt. Eine Stadt ohne Verbindung zur Außenwelt. Eine Stadt mit eigenen Regeln. Heute ist sie die letzte Bastion der Menschheit. Eine Chance, aus der Geschichte zu lernen. Und es endlich einmal besser zu machen. Denn jede Entscheidung beeinflusst die Zukunft. Unumkehrbar. Sah doch gut aus. Nö, nee, alles gut. Ich kann jetzt hier. Ich muss mal kurz die Übertragung ganz kurz anhalten. Lieber Moderator, können wir dann schon loslegen? Achso, ja. Okay. Ja, manchmal ist man mit dem Gedanken nicht so dabei, ne? Ja, hallo und herzlich willkommen zu Dying Light 2, The Human. Ich bin Shelly81 und mit dabei ist natürlich wieder die Hani. Hallöchen. Hani, dann lade dich mal bitte wieder ein ins Spiel. Ich bin jetzt drin. Mm-hmm.
Wer ist er denn? Sehr schön, dass du da bist. okay, wir hatten ja hier noch eine Aufgabe. Da waren wir letztes Mal nicht ganz fertig geworden, Omi, ne? Oder? Wo? Oder was war das? Wir müssen da irgendwie noch das Gebäude wieder hoch. Das mit den Kabeln? 57 Meter. Oben. Irgendwo. Wir müssen erstmal nach oben. Die Story Quest müssen wir erstmal hoch. Doch, die. Wieso sind wir jetzt hier unten? Okay. Können wir nicht da hinten hoch und dann darüber irgendwie? War hier nicht irgendwo diese. Oder ein Aufzug? Ich guck mal, warte, hier. Da ist einer. Hier ist auch einer. Und dann können wir rüberfliegen. Nee, guck mal, hier ist einer, direkt. Du brauchst hier bloß an der Kante lang. Von dem Gebäude. Du bist schon wieder. Na, oben, am Gebäude, an der Gebäudekante lang. Hier bin ich rüber. Honey, hier. Genau. Und der mit Sprint kurz rüberhüpfen. Oh, ich würde hier gerne reingehen. Ja, das war hervorragend. Warte mal, ich muss mal hier rüber. Oh, hier kann man überall rein. Bitte geh einfach und lass uns in Ruhe. Ich weiß gar nicht, wer da redet. Uff, wer weiß. Man hört ja so einiges. Ne? Also das hat schon mal hervorragend geklappt, hier, weil ich versucht habe. Ach, hier kann ich dann auch wieder... Nämlich gar nicht. Wieder neue Waffen drin. Boah, die eine ist ja hier schon kurz vor Ultimo. Schon fast kaputt. Alles klar. Was haben wir hier? Honig? Oh, hier ist Honig. Kamille. Ja, hier ist aber nach oben. Genau, hast ja so einen schicken Fahrstuhl da. Ja, ja. Und wer ist Imsen? Ich wünschte, die Leute vom Balkan würden mehr. Hier sind alle wach. Hä? Yeah. Ich glaube, wir haben nicht zu Ende gequatscht mit ihm. Oben. Mit wem? Oben mit dem Commander. Commander Klaus? Wir haben doch sogar schon mit ihr gesprochen. Ich weiß nicht, warum er uns das hier wieder markiert. Wir haben ja sogar mit Else gesprochen. Ach nee, Quatsch. Mit ihr haben wir gar nicht gesprochen. Sie steht ja doch hier oben und wartet auf uns. Levan. Ach so, warte mal. Oh, was eine schöne Aussicht, ne? Ach ja, wir haben Trusnell da ja gar nicht angesprochen. Hallo, Uschi. Was haben wir denn da hinten? Sofort erkannt, Funkturm, cool. Okay, dann reden wir mal mit ihr. Was jetzt? Jetzt? Hast du nicht gehört? Diese Datenbank scheint schon lange weg zu sein. So viel also zur Ergründung der Geheimnisse unserer Kindheit.
Okay, ich suche weiter die Scheiße auf meiner Abschlussliste und du... Du kannst das Leben im Zentrum genießen. Ach, ich gehe zum Observatorium. Dann gehst du alleine. Wir trennen uns also? Alle guten Dinge müssen ein Ende nehmen. Der Schlechter und die Deppen auf meiner Liste, die werden das auch bald herausfinden. Ich gehe zurück, um nach ihnen zu suchen. Du solltest auch nicht hierbleiben. Aiden, es tut mir leid, dass du deine Schwester nicht gefunden hast. Ja, danke. Wenigstens hast du noch Watts. Er weiß wahrscheinlich, was mit ihr passiert ist. Wenn ich ihn finde, lasse ich es dich wissen. Viel Glück. Pass auf dich auf, Luan. Oh ja, okay. Wiedersehen. Honey, magst du vielleicht nochmal in dein Inventar gucken, ob du jetzt die Armbrust drin hast? Weil wir haben ja so weit gespielt, dass wir die PK-Armbrust eigentlich gekriegt haben. Also, ich habe sie ja auch drin. Nein. Magst du vielleicht nochmal reingucken? Vielleicht hat er irgendwas gebracht. Ich bin gerade drin. Achso, okay. Das ist sehr... Das ist nichts. Sehr schade. Ich verstehe nicht, warum. Wir haben das komplett zusammen alles durchgezogen und trotzdem... Okay, okay. Was haben wir jetzt? Observatorium. Oh. Ich habe einen Kampfpunkt. Hallo? Hallo? Wir werden angegriffen. Abtrünnige, sie haben uns auf der Insel umzingelt. Wir haben keine Chance. Ich flehe euch an. Hilfe! Machen wir. Notruf? Machen wir noch glatt oder was? Wir sind ja keine Unmenschen. Auf geht's. Ja, warte mal, ich will erstmal meinen Punkt vergeben. Ich habe einen Kampfpunkt gehabt. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Ich wusste, dass das kommt. dem gelben Punkt hinterher. Wir sollen hier Leute retten, die wurden angegriffen von Abtrünnigen. Und wir sind ja freundliche Nachbarn. Weißt du, wir helfen gerne. Ach so. Ja, wenn du das sagst. Dann werden wir da mal einfach hin. Wir sind freundliche Nachbarn, das sehe ich ja ein bisschen anders, aber gut. Ich flieg mal ein bisschen. Ja. Oh, was ist das denn hier? Flashmob hier. Ich sehe hier gerade dieses schicke Wild. Mit einer Eule. Okay. So. Oh. Hier ist wieder Honig. Ich weiß, ich find's seltsam. Und Chamomille? Hier müsste doch irgendwo das Kistchen sein, also die Sprühdosen, aber ich find die gerade nicht. Also ich würde da gerne mal rüberspringen. Oder haben wir das schon? Ich glaub's zwar nicht, dass wir das schon haben. Ach man, ich hab wieder ein Glück, ne, das ist zum Brechen. Ich wüsste, wo du schon wieder rumstrüberst. Da. Oh, da kommen ja gute Freunde. Calvert Island. Seltsam. Guten Tag, die Herren. Ich habe keine Zeit für Sie, bitte gehen Sie. Die dampfen ein bisschen grün. Ii.
So, einmal hier rüber gesprungen. Okay. Oh, was war das für ein hässlicher dicker Fettklops? Ich glaube, hier laufe ich mal rüber. Bisschen was herstellen, ja. Wo bist du denn überhaupt schon wieder? Und jetzt sehe ich den gelben Punkt nicht mehr. Ja, weil ich genau da bin wahrscheinlich. Ach, da ist er. Ich sehe dich schon. Okay. Ein Wurfmesser. Das nehme ich. Noch ein Wurfmesser. Was will er denn hier? Du kannst mal baden gehen. Genau, leg dich mal hin hier. So. Was haben wir denn hier? Noch ein Wurfmesser. Das sind sehr viele Wurfmesser anscheinend. Und was bist du für einer? Der ist schon fast erledigt. Was hatte der aus? Der hat Ausgehschuhe dabei. Warum hat er die nicht angehabt? Ja. So, der hat Konserven. Wo hast du denn den hingelegt, die Typen? Der liegt da vorne irgendwie zwischen dem Gemüse. Zwischen was? Sehe ich nicht. Wieso nicht? Der liegt doch hier. Hier ist er doch. Nö. Für mich nicht. Für mich ist er schon weg. Das ist ja märchenwürdig. Aber hier hinten dürfte noch der eine oder andere sein. Okay, hier oben ist keiner. Okay, hier gibt es auch wieder was zu finden. Bisschen Molotovs und so. So, was mit dem Typen hier oben? Hat der wenigstens was? Ah, okay. Da war ein Tütchen da. Oh, hier ist, hier ist Mond. Naja, die packen uns ja das Loot ja richtig schön ein, ne? Was wir sonst aus den Gegnern rauspulen aus den Taschen, das packen die uns schön ein. So zum Mitnehmen. Ja, das. Kannst du aufkommen? Wir tun dir nichts Loot mehr. Loot to go, ja. Das ist. Was ist dir passiert? Wir waren bei der Arbeit. Da griffen sie an. Sie wollten unsere Vorräte. Haben wahllos draufgehauen. Aber alle haben sie nicht erwischt. Wo ist der Rest? Hab niemanden gesehen. Ich fürchte, sie haben sie mitgenommen. Oh Gott. Maria. Robert. Sie haben meine Freunde mitgenommen. Weißt du, wohin sie deine Freunde gebracht haben? Die Grenze zwischen dem Gebiet des Schlechters und unserem ist hier in der Nähe. Dort haben die Abtrünnigen ihr Lager. Wirst du ihnen helfen? Bitte? Hier gibt es keine Peacekeeper. Niemand, der helfen könnte. Ich versuch's. Danke. Sei vorsichtig. Sie haben möglicherweise Außenposten auf dem Weg. Ich werde dich per Funk anleiten. Ich heiße Casper. Ja, Casper. Hallo, ich wollte da noch looten. Casper, der freundliche Geist. Ich nehme mir nur noch die Notiz neben der Tür mit. Ja, ich schon. Achso. Hä, wie. Hä? Der lag doch vorhin nicht hier, oder? Ich weiß nicht. So, Ey, der hat mir das Seil geklaut. Oh, Gott sei Dank hat das geklappt. Was hält du? Was hält du? Ernsthaft? Kam das schnell wieder zurück, oder? Ja, das erste ja, das zweite nicht mehr. Das zweite nicht mehr, seltsam. Also,
Ich verstehe es nicht. Ich meine, du siehst sowieso generell was anderes als ich. Deswegen siehst du Dinge, die nicht da sind. Weshalb ich mir hier beim Spiel keine Sorgen mache. In Real Life würde ich das schon tun. Ich glaube, ich sehe öfter Dinge, die nicht da sind. Oh, hallo, Kumpels. Hier ist Gesundheit. Ja. Was machst du denn da im Schuppen? Hm? Das macht man aber nicht. Wo ist sie denn schon wieder? Ach, okay. Ja, jetzt weiß ich, wie es ihr geht, wenn ich da mal los spaziere. Sag mal, was stehst du denn nochmal auf, du Vogel? Was hast du denn für ein Benehmen? Oh, Honey, hier dürfen wir sogar ein Gebäude rein und looten. So, jetzt zur Ruhe hier. So, ich will doch bloß ein bisschen Gesundheit holen hier. Und Pilze und so. Ja, genau. Hauptsache wird eine schöne Mischung. Und Honig für Brötchen und so. Das Frühstücksbrötchen. So, was haben wir hier? Untersuchung. Mond. Dieser Überlebende hatte recht. Hier läuft wirklich etwas gewaltig schief. Bin am ersten Außenposten. Keine Spur von deinen Freunden. Ich bin noch gar nicht am ersten Außenposten. Weitergezogen. Weiter nach Westen auf der Fulton Tower Road. Schnapp sie dir, bevor sie da ankommen. Schon unterwegs. Ja, ich komme. Warte, ich wollte bloß ein bisschen gesehen. Ich verstehe das nicht. Sie meinten, die Abtrünnigen seien gefährlich. Der Waffenstillstand hat aber viele Jahre gehalten. Es ist, als ob sie keine Angst mehr vor den Peacekeepern hätten. Was hat sich geändert? Vielleicht finden wir das bald heraus. Ich melde mich. Oh, hier ist eine Windböe. Die ich nicht gekriegt habe. Oh, scheiße. Was ist hier? 22 Meter, okay. 19. 11, muss ich nach oben? Ah, hier. Bin schon da. Hast du den Eingang gefunden, ja? Oh, der brennt mich hier ab. Ja. Ist aber neu. Also die ollen Feuerteufel sind neu hier. Die kannte ich vorher auch nicht. Oh, was hier? Okay, da müssen wir rein irgendwie, glaube ich. Ja, durch die Tür. Dietrich. Ich wollte gerade noch gucken, ob ich noch ein bisschen rumliegt. War hoch. Dietrich schwer. Oh, geil. Zweiter Ansatz gleich aufgemacht. Hier ist auch niemand. Sie haben vielleicht beim Ausblick beim Windhahn auf dem Garrison Boulevard halt gemacht. Beeil dich. Wenn sie das Lager erreichen, wird die Rettungsaktion nur schwerer. Ich werde sie einholen. Ich glaube, ich bin gar nicht so sicher. Der Abtrünnigen anführte. Es war Elias. Ein Überlebender. Lebte vor 2 Jahren in der Gegend. Vor der Epidemie war er Anwalt. Ein Mann mit Prinzipien. Dann ist er verschwunden. Es gab viele Gerüchte. Verschwunden? Vor einem Jahr schnüffelte dieser Typ hier rum. Einer der Männer des Schlechters, wie es hieß. Und dass er damals für die GRE gearbeitet hätte. Er versuchte die Leute davon zu überzeugen, zum Staudamm zu gehen. Er versprach ihnen Waffen. Diejenigen, die auf ihn hörten, kamen niemals zurück. Als ich Elias vorhin sah, sah er ziemlich fertig aus. Als ob er unter Drogen gestanden hätte. Alle Augen. Furchterregend. Als ob niemand mehr dahinter wäre. Ich schau mir das an. Oh Gott. Ich spring nochmal nach oben. Wieso macht er nicht dabei, was ich ihm sage? Wer zuerst kommt, mein Herr.
Du bist echt Schrott. Stirb jetzt! Das hat er geschafft. Das ist ja erstaunlich. Ja. Geschafft. Ich habe hier nur ein paar Abtrünniger gefunden. Sie haben das also zum Lager geschafft? Dann sind meine Freunde verloren. Ich schaue mir das Lager an. Vielleicht finde ich ja etwas. Ich traue mich kaum zu fragen, aber wir dürfen nicht aufgeben. Bitte hilf ihnen. Wo ist denn das Lager? Da, okay. Okay, dann nehmen wir mal den Fahrstuhl. Zack. Mhm. Ist das zu fassen? Das machen wir. Hier drüben ist so ein Arschloch, Leute. Der ist weg. Nee, da will ich nicht hin. Der ist auch runtergefallen. Oh. Scusi. Oh, das ist ja klasse. Ja, natürlich. Das ist doch für ein Arsch. Mein Gott, das war ein langer Fahrstuhl hier. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Irgendwas. Hab ich hier oben nicht Kisten oder irgendwas gesehen? Hemmstoffbehälter in der Nähe? Oh, eine Notiz, okay. Was macht denn der bei... Der ist aber schön getanzt. Okay. Hast du das gesehen? Bist du unten irgendwo? Nö, ich bin oben auf einem Gebäude. Etwa so 3-4 Stockwerke oder so. Ihr wart hier noch eine Ladung, Mann. Ja, genau, er fällt hin und jetzt. Immer diese Feuerteufel, du. Ah, da bin ich fast da. Weg mit dir, so. So. Da hinten bist du. Da, ach, da oben. Wie komme ich denn da jetzt hoch?